Dieser Kohldampfide, die ständige Durchmarsch neuer Agenten in unsere Bananenreserven bis aufs letzte Früchtchen aufgezehrt und hier im Untergrund gibt's nichts, aber auch gar nichts Vernünftiges zu essen. Die reinste Einöde ist das hier. Es gilt für die Anweisung, mehr Vorräte an frischen Speisen, Zutaten von der Oberfläche bereitzuhalten. Doch was bringt's, wenn die blöden Rekruten einem das letzte Härchen aus den Palmenzopf fressen? Dann klaue ich mir eben selbst Bananen und verstecke sie unter meiner Rüstung. Nee, meinem Rüstzeug. Nur so lässt sich Mundraub vermeiden. Ruben Koga. Okay. Du. So, ich hab schon gesehen. Na los, beweg dich! Hä? Ja, du nix können, ha? Das soll doch mit der rechten Hand gehen. Aber egal, wie oft ich es auch versuche, es funktioniert nicht. Hey, du da. Versuch du mal dein Glück. Mal gucken, wann das rallt. Was? Das bist ja du, Link. Du konntest also nicht lassen und bist mir gefolgt. Ich mach das genauso wie du, aber dieses blöde Ding reagiert nicht. Hast du mich etwa reingelegt? Genug Zeit verschwendet. Dieser Kram liegt mir sowieso nicht. Ich werde kämpfen, dich besiegen und mir die Macht zurückholen. Mach dich bereit. Okay, wisst ihr was? Ich hab die Schnauze voll. Ich hab bestimmt noch alle Fledermäuse. Ich hab doch so viele Fledermäuse platt gemacht. Wo sind die denn alle? Ich hab doch so viele normale Fledermäuse platt gemacht. Ups. Mondstein, Sieg und Flieg! In your face. Bäh, hier ist es viel zu sandig. Ständig kriege ich das Zeug ins Auge. Nur darum lasse ich dich nochmal davonkommen. Dieser Konstruktschrotthaufen regelt sowieso nichts. Egal. Planänderung. Die Operation Macht der Götter an mich reißen war ein Fehlschlag. Abgehakt. Wäre nett gewesen, sie Macht zu haben, aber unser eigentliches Ziel ist sowieso ein anderes. Hier gibt's nämlich was unglaublich Mächtiges. Sonau-Energiekristalle. Und die sammeln wir. Damit reparieren wir dann eine uralte, furchtbare, unschlagbare Waffe und bringen sie seiner Großartigkeit dar. Damit kann er sich dann endlich einen Wunsch erfüllen. Das Ende der Welt. Behalte ruhig die Macht, die du uns gestohlen hast. Ich habe schon fleißig Sonau-Energiekristalle gesammelt, um damit die ultimative Waffe zu reparieren. Jetzt gibt's nichts mehr zu holen. Dieser Ort ist nur noch ein leerer Berg. Ich überlasse ihn dir. So, jetzt verlasse ich dich in Richtung, verlassene Ostmine. Auf in die Lüfte! Ich finde es aber nett, dass der uns immer sagt, wo er hingeht tatsächlich. Das finde ich gut.
Diener-Konstrukt. Link. Danke, dass du die andere Linie vertrieben hast. Da ihr so laut geredet habt, konnte ich übrigens nicht anders, als eure Unterhaltung zuzuhören. Die verlassene Mine im Osten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Ranell-Mine sein. Das ist extrem weit weg. Außerdem gibt es in diesem Gebiet hier keine steineren Start... Was? Außerdem gibt es in diesem Gebiet hier keine steinernen Statuen, die den Weg dorthin weisen. Man sollte vielleicht hinauf in die Oberfläche und sich dann in der Region im Osten in einen Abgrund begeben. Zum Glück weisen in zwei Abgründen der Region im Osten steinerne Statuen den Weg zur verlassenen Ranell-Mine. Und zwar ein Abgrund auf einem Hügel im Sumpf von Rennen, einer bei einem Dorf in den Bergen südlich davon. Ach, bevor du auf deine Reise aufbrichst. Meine Artgenossen drüben arbeiten in Bauplansteinplatten. Ich möchte dir gerne eine vermachen. Die verlassene Mine im Osten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Ranell-Mine sein. Das ist extrem weg. Außerdem gibt es in diesem Gebiet keine Steinstatuen. Okay. Also dann mach's gut. Jawohl, mach's gut. Enormer Sonau-Energiekristall. Ein gewaltiger Kristall, der durch Konzentration von Sonau-Energie entstanden ist. Enthält so viel Energie wie 100 normale Kristalle. Nice. Hier ist das Ding. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonanium finden. Dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte im Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Nanu, ich detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Dann bekommst du von mir dieses neue Exemplar. Bauplansteinplatte. Ein Landboot. Der neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Nice. Ich werde auch die Materialien bereitstellen, um die Bautomatik zu testen. Erlaube mir noch eine Frage, Meister. Ist dir bekannt, welche Auswirkungen ein Mangel an Materialien in Bezug auf die Bautomatik hat? Sag's mir. Das Nachbauen von Objekten mit Hilfe der Bautomatik wird leider scheitern, wenn dir Materialien fehlen. Wenn du jedoch über Sonanium verfügst, sieht es anders aus. Sonanium kannst du verwenden, um die Form und Funktion fehlender Materialien nachzuahmen und sie so zu ersetzen. Die Bautomatik erzeugt daraus aber nur vorübergehenden Ersatz, keine vollwertigen Materialien. Wenn du das gebaute Objekt zerlegst, verschwinden sie und können nicht für andere Zwecke wiederverwendet werden. Trotz dieser Einschränkung kann dies jedoch äußerst nützlich sein. Benutze diese Funktion, wann immer du Bedarf hast. Ein Landboot. Sehr cool. So, das benutzen wir gleich mal. Hier eigentlich. Nee. Will noch was zu sagen eigentlich? Benötigst du eine Erläuterung zu dem Bauplan Steinplatten oder soll ich dir erklären, welche Auswahl mangelnde Materialien auf die Automatik hat? Sehr wohl, auf Wiedersehen. Okay, der hat nichts mehr zu sagen. Gut. So, passt. Dann wecken wir dich mal kurz auf. Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemiekonstrukt. Meine Aufgabe ist es, Sonanium zu anderen Materialien zu verarbeiten. Sonanium ist ein grünlich schimmernder Rohstoff, der in diesem Gebiet in großen Mengen abgebaut werden kann. Ich kann Sonanium zu anderen Materialien verarbeiten. Also, sieh dir jetzt bitte Materialien an, die aus Sonanium gewonnen werden. Oh, bitte sag mir, mein Fahrzeug ist noch da. Diese Materialien wurden aus Sonanium gewonnen. Sie sollen dir gehören, wenn du mir im Tausch dafür Sonanium gibst. Kürzlich von mir gewonnene Materialien findest du in den Regalen dort. Bitte sieh dich um. So. Das war mein gesamter Vorrat. Bitte warte, bis der nächste Verarbeitungsprozess abgeschlossen ist. So.
Sehr gut. Na gut. Dann schauen wir mal, wie fährt sich denn dieses tolle Wägelchen hier. Wir müssen eh zu dem gelben Ding, das ist nämlich eine Dingens noch. Warte mal, sollte das nicht... Landboot. Okay, Frage. Wieso habe ich ein Landboot gebaut, das nicht auf Land fahren kann? Ich meine, das macht Sinn. Da ist ja kein Rad und so. Das ist irgendwie komisch. Toll. Ich habe das Gefühl, das Teil ist übrigens, das Teil verbraucht deutlich mehr Strom. Ah, puh, das wollte ich gar nicht. Aber die Lampe ist hilfreich. Ich bin mir nicht sicher, ob das mehr Energie verbraucht, das Ding. Ich glaube nicht, es braucht deutlich weniger. Ist hier auch nur ein Ventilator drauf. Na gut. So. Eine Mine haben wir. Ich frage mich, was die da alles zusammenbauen tatsächlich. Das wird vermutlich dann die Endwaffe sein für Ganondorf. Ultimative Waffe. Ja. So stelle ich mir das vor. Ja, so stelle ich mir das vor. Doch ein bisschen sanfter mit dem Ding umgehen. Achso. Ich will immer das abbrechen mit diesem, dass ich den Gronik schieße und dann breche ich immer das Fahren ab. Das ist ätzend. Zack.
So, nächste Wurzel. Sehr schön. Habe ich... Ah ja, eins war kaputt. Okay. Okay. Wow. Ich habe ja ultra viel erkundet hier. Ja, da wollte ich doch hin. Verlassener Wüstenbasarmine. Untergangsmaske. Für die Abenddunkel entwickle Maske, deren mit bio-luminescenten Substanzen gefüllte Leuchten die Umgebung ein wenig erhellen. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Eins konnte man hier viel zu nahe finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte die Bergbau für eine Bauplansteinplatten. Nanu, ich dediziere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Dann bekommst du von mir dieses neue Exemplar. Nice. Was gibt's diesmal? Deckensprunggerüst. Die neue Bauplatte wurde in der Bautomatik restiert. Deckensprunggerüst. Aha. Ich habe Material bereit, um die Bautomatik zu testen. Ich hoffe, dass die überreichte Bauplansteinplatte von Nutzen sein wird. Sollten hier nicht. Ach, da sind die Materialien. Okay, das ist witzig. Damit kommt man echt ein sehr guter Ort der Sono-Energiesphäre. Nice. Ein großes Verlicht, sehr schön. So. Ja, noch eine Mine. Ist das zu fassen? Was ist denn? Siehst du an, das ist einfach auf natürliche Weise. Das ist nicht einfach auf natürliche Weise entstanden. Und siehst du das da? Das ist ein Konstrukt. Die gibt's echt. Das ist eine verlassene Mine, was dir lahm vorkommen mag, aber das sind wahre Goldgruben des Untergrunds. Die sind randvoll mit Sonnenenergiekristallen. Diese Konstrukte haben auch den ein oder anderen Schatz im Petto. Link, du siehst doch sicher selbst ein, dass ich dir all diesen Reichtum nicht einfach überlassen kann. Das ist dein Ende. Well. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Weil ich sehe gerade hinten ist noch so ein Schmiededingens. Da kann ich wieder Energiesphären mir holen. Sono-Energiesphäre. Sehr cool. Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemiekonstrukt. Meine Aufgabe ist, Sono zu anderen Materialien zu verarbeiten. Einen Moment, bitte. Diese Materialien wurden aus Sonanium gewonnen. Die sollen dir gehören, wenn du mir im Tausch Sonanium vergibst. So.
Sehr schön. Und schon habe ich fast kein Synonym mehr übrig. Geil. Läuft, würde ich sagen. Aber cool. Dann haben wir diese Mine hier auch erschlossen. Sehr schön. Eingang zum Geistertempel. Ach so, ja klar, weil der Geistertempel ist ja im Untergrund. Check. Checkity, check, check. Nein, das will ich. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren, ne? Na gut, funktioniert so nicht. Komm, ich könnte... das so machen, ja. Zack. Sehr schön. So. Wollen wir nach oben hin, ne? Wissen, wo der ist. Ach, da ist er. Oh, ich hasse das. Hallo, du sollst die Pizza anmachen. Och, meine Fresse. Nice.
Ich frage mich, ob man die noch anders irgendwie platt machen kann, indem man keinen anderes Miasma irgendwie entfernt oder sowas. So, habe ich irgendeine Waffe? Ach ja, ich habe ja die Waffen hier noch. Warte mal, kann ich hier doch... Sehr schön. Okay, die habe ich schon. Hab mich gewundert, weil die so hell geleuchtet hat. Hab mich tatsächlich schon ein wenig verwundert. So, gucken wir mal hier hoch ganz kurz. Sehr schön, dass da drüben ist die nächste. Cool, ich habe gerade den Goronen markiert. Einmal durch das Gebiet hier, sehr schön. Ist eh stockfinster, siehst eh nichts. So, dann wäre es Licht und dann gucken wir gleich mal, was hier noch Schönes sich versteckt hält. Halt. Habe ich dich doch gesehen. So, dann werden wir meine Herzen wieder voll, dann kann ich mal eben was futtern, dass die wieder regeneriert werden. Okay. Schön. Nice. So, dann halt, falscher Knopf. Dann hier unten. Ja, so. Okay. Okay, wenn ich das richtig sehe, sind... Warte mal, das hier ist dann... Okay, so ein Jägerteil. Na gut. Den Jäger muss es echt Spaß machen hier im Untergrund. So, bevor ich zum nächsten Dingens gehe, gehe ich zu dem Batterie-VC. Ich glaube, wir können die Batterie viermal upgraden. Wenn es immer 100 bleiben. Wenn es bei 100 bleibt, ist gut. Wenn es teurer wird, dann wird es echt ätzend. So viel zu Nanium habe ich dann doch nicht mehr. Normalen. Doch hier sind sie doch. Wusste ich doch. Flederbeißerauge.